Klarer Sieg für die Neinsager. Tausende Griechen feiern heute Abend auf dem Syntagmaplatz in Athen das deutliche Votum bei der Volksabstimmung. Und damit guten Abend zu den Tagesthemen. Dieses Nein der Griechen ist ein Sieg der Regierung Tsipras. Es bleibt aber die Frage, was bedeutet dieser Sieg für sein Land? Wenn es nach dem Ministerpräsidenten geht, haben die Griechen Würde und Stolz gezeigt. Es sind mittlerweile fast 90% der Stimmen ausgezählt und 61% haben demnach mit Nein gestimmt. Man könne zwar den Willen einer Regierung ignorieren, aber nicht den Willen eines Volkes, sagte Tsipras schon heute Morgen mit dem ihm eigenen Pathos. Und noch viel mehr Inbrunst will Tsipras nun in Brüssel weiterverhandeln. Er ist praktisch schon auf dem Weg dorthin. Nur dort in Brüssel, da fragt man sich, was will der hier? Was sollen wir mit dem bereden, was wir in den letzten Monaten nicht schon beredet haben? Aus Athen berichtet Stefanie Staus. Auf den Plätzen Athens tanzen und feiern sie. Es sind diejenigen, die mit Nein gestimmt haben. Nein gegen neue Sparauflagen. Die naheliegendste Lösung hat gewonnen. 65% Armut kann keine Austerität mehr ertragen. Ich bin sehr zufrieden. Griechenland schickt eine Botschaft an ganz Europa. Eine Botschaft gegen Sparmaßnahmen und für den europäischen Zusammenhalt. Wahlkreis für Wahlkreis zeigt das griechische Fernsehen die Auszählung. Und immer mehr zeichnet sich ab, dass die griechische Bevölkerung kein weiteres Spardiktat will. Das heutige Referendum hat weder Sieger noch Besiegte, sagte Tsipras vor einer halben Stunde. Es ist von allein ein großer Sieg. Heute haben wir alle zusammen ein strahlendes Kapitel der europäischen Geschichte geschrieben. Wir haben bewiesen, dass sich die Demokratie selbst unter den schwierigsten Bedingungen nicht erpressen lässt. Im Falle eines mehrheitlichen Ja hatte Yannis Varoufakis seinen Rücktritt angekündigt. Jetzt erklärt er, ab morgen werden wir mit diesem tapferen Nein, das uns das griechische Volk geschenkt hat, indem es die Angst ignoriert hat, die sie mit den geschlossenen Banken und den Medien der Oligarchie erzeugt haben. Mit diesem Instrument, mit diesem Nein werden wir unsere helfende Hand ausstrecken, eine Hand der Zusammenarbeit. Während auf den Straßen das Nein gefeiert wird, kündigt der ehemalige Ministerpräsident Samaras seinen Rücktritt als Parteichef der Nea Demokratia an. Als ich in der Regierung war, habe ich für ein besseres Griechenland in Europa gekämpft. In der Opposition habe ich dafür gekämpft, dass das Land das Schlimmste vermeidet. Ich habe rechtzeitig gewarnt über das, was kommen wird. Ich habe gekämpft, um es abzuwenden. Kaum eine Abstimmung in den letzten Jahrzehnten hat das griechische Volk so gespalten wie diese. Auch wenn die Griechen über ein Ja oder Nein zu neuen Sparauflagen abstimmten, so ging es vielen um die Grundsatzfrage, droht dem Land bei einem mehrheitlichen Nein der Austritt aus der Eurozone. Tsipras hatte angekündigt, in den nächsten 48 Stunden eine Einigung mit den Geldgebern herbeizuführen. Das Land ist faktisch zahlungsunfähig. Entscheidend wird jetzt auch sein, wie die anderen Euro-Staaten auf das Ergebnis reagieren werden. Peter Dahlheimer in Athen. Glaubt die griechische Regierung jetzt allen Ernstes, dass sie mit diesem Votum im Rücken bessere Bedingungen in Brüssel aushandeln kann? Ja, es sollen sich tatsächlich Teile, Mitglieder des Verhandlungsteams auf dem Weg nach Brüssel machen. Das ist, was man so hört aus gut unterrichteten Kreisen. Soeben hat ja Tsipras gesprochen und ich finde, da war einiges dabei, was ganz interessant war. Er hat weit versöhnlicher geklungen, als man ihn bisher gewohnt ist. Er hat zum Beispiel gesagt, er verstehe das Referendum nicht als Auftrag, die Konfrontation zu suchen, sondern eine sozial gerechte Lösung. Er hat gesagt, morgen würden die Verhandlungen aufgenommen, um die Banken wieder zu öffnen. Und er hoffe, dass die EZB in Frankfurt die humanitäre Situation in Griechenland im Auge habe. Das Wort Demütigung oder Erniedrigung, das so oft fiel in seinen Reden in den letzten Tagen und Monaten, das fiel heute interessanterweise nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sich seine Tonlage deutlich geändert hat. Aber er wiederholte noch einmal, er verlange, er bestehe auf einem Schuldenschnitt. Wobei das Wort Schuldenschnitt selber hat er nicht verwendet, er verstehe auf einer Umstrukturierung der Schulden und berief sich dabei auch auf den internationalen Währungsfonds, der ja vor kurzem festgestellt hat, dass der Schuldenstand Griechenlands viel zu hoch ist, dass die Schulden nicht tragfähig seien und dass ein Schuldenschnitt notwendig sei.
Der Plan der Griechen bleibt also klar, wenn auch mit versöhnlicheren Tönen. Danke, Peter Dahlheimer. Was aber sagt man dazu in Brüssel, Rolf-Dieter Krause? Vor dem Referendum war das Signal aus Brüssel ja sehr klar. Keine neuen Verhandlungen. Können Sie sich vorstellen, dass man den Griechen nun mit offenen Armen empfängt? Mit offenen Armen weiß ich nicht, aber mit offenen Türen. Hier wird keiner Regierungsdelegation die Tür gewiesen. Aber Verhandlungen kann man mit dieser Delegation auf gar keinen Fall führen. Dafür müssen die anderen Regierungen der Euro-Staaten erstmal sich Mandate ihrer Parlamente holen, jedenfalls in mehreren Ländern. Dann muss man gemeinsam verhandeln. Und dann ist immer noch die Frage, über was verhandelt man? Die Griechen haben heute im Grunde genommen entschieden, dass sie keine Konditionalität wollen, so heißt das hier in Brüssel, also keine Auflagen, keine Bedingungen für die Finanzhilfe, die sie weiterhin brauchen werden. Das war aber immer die Bedingung der Euro-Staaten, die immer gesagt haben, wir helfen Griechenland weiter, wir geben weiter Kredite, wir finanzieren, wir sind bereit, ihnen entgegenzukommen, aber gegen Auflagen, Griechenland muss seinen eigenen Teil dafür tun. Dieses ist der Grundsatzstreit und da sehe ich keine Annäherung. Die Euro-Mitgliedsländer werden sich morgen äußern. Hier in Brüssel äußert sich heute Abend noch niemand. Man will das Endergebnis abwarten, aber man wird sehen, wie die anderen Euro-Staaten sich dann verhalten werden. Nun hat Angela Merkel offensichtlich heute mit dem französischen Präsidenten telefoniert und es soll am Dienstag einen Sondergipfel der Euro-Staaten geben. Das ist jetzt zumindest keine ganz eiskalte Schulter. Nein, das ist richtig. Der Regierungssprecher in Berlin hat auch bestätigt, dass diese Meldungen richtig sind. Mindestens diese beiden wollen und befürworten einen Gipfel der Euro-Staaten. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass auch verhandelt wird. Es kann auch sehr deutlich das Gegenteil dabei herauskommen, dass man sagt, so, das, was die griechische Regierung bisher nicht akzeptieren wollte, dass aus unserer Sicht ein weitgehendes, zum Teil zu weitgehendes, für einige zu weitgehendes Angebot war, weiter werden wir nicht gehen. Und es kann auch sein, dass dabei rauskommt, dass am Ende der Ausstieg Griechenlands aus dem Euro steht oder die Zahlungsunfähigkeit. Das weiß man nicht, das ist offen. Das hängt auch von der innenpolitischen Situation in den anderen Euro-Ländern ab. Sie sind ja auch Demokratien. Danke, Rolf-Dieter Krause. Nun brauchen die Griechen aber schon morgen dringend Geld, allein um Renten und Löhne zu bezahlen. Deshalb führt uns die nächste Frage direkt zu Markus Gürne nach Frankfurt. Dort will die Europäische Zentralbank morgen tagen. Was kann denn dabei rauskommen? Können von dort weitere Notkredite kommen, so wie es sich ja offensichtlich Alexis Tsipras erhofft? Also wir hören zumindest, dass die griechische Seite diese Notkrediteerhöhung jedenfalls beantragen wird. Aber es ist wohl so, dass es dazu nicht kommen wird. Es gibt auch nicht wenige Kritiker, die sagen auf der anderen Seite, man müsste jetzt sofort den Stecker ziehen und sogar diese 90 Milliarden Euro, die bisher geflossen sind, zurückfordern. Ich glaube, das Wahrscheinlichste, so hören wir jedenfalls heute Abend aus dem Kreis der Europäischen Zentralbank, wird sein, dass morgen beschlossen wird, nichts zu tun und diese bis bestehenden Kredite aufrechtzuerhalten, jedenfalls das, was da noch da ist. Es wird also nicht erhöht. Und der Grund ist ganz einfach, wenn man nämlich jetzt untätig bleibt sozusagen und diese Kredite einfach nicht erhöht, aber auch nicht den Stecker zieht, sondern sie eingefroren lässt, dann bewegt man sich auf sicherem Terrain. Es ist vollkommen klar, wir haben es aus Brüssel gerade gehört, es ist jetzt emsige Diplomatie im Gange hinter den Kulissen. Die Politik ist am Zug und die Europäische Zentralbank wird auf gar keinen Fall, glaube ich, der Politik vorgreifen und erst mal abwarten, was morgen und übermorgen in den Hauptstädten und auch in Brüssel passieren wird. Da gehen wir noch mal auf die politische Ebene und zwar nach Berlin und schalten zu Tina Hassel. Tina, da ist sie. Gibt es denn schon Reaktionen aus Berlin? Nun, Karin, inzwischen melden sich in Berlin auch erste namhafte Stimmen aus der Regierung zu Wort. Vizekanzler Gabriel spricht davon, dass nun letzte Brücken eingerissen wurden. Mit der Absage an die Spielregeln der Eurozone sind nun auch Verhandlungen über milliardenschwere Programme kaum vorstellbar, sagt Gabriel. Damit gehört der SPD-Chef zum Lager derer, die das Nein eigentlich als Bruch mit der Tsipras-Regierung sehen, so wie auch die CSU. Deren Generalsekretär Scheuer hat Tsipras als linken Erpresser und Volksbelügner bezeichnet, der mit seiner schmutzigen Tour nicht durchkommen dürfe. Man hört aber auch mahnende Stimmen, vor allem von Außenpolitikern bei den Grünen, aber auch in der SPD, zum Beispiel von Nils Annen. Die warnen, dass Griechenland so oder so in der europäischen Familie bleibt und man es deshalb nicht ins Chaos abgleiten lassen kann. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die findet man in der Linkspartei. Für die ist das Nein ein Triumph und der Test, ob Europa auch diesen Wählerwillen ertragen kann.
Was bedeutet das für die Kanzlerin selbst? Ein Drittel der CDU-CSU-Fraktion ist ja gegen ein mögliches neues Hilfsprogramm für Athen. Könnte sich Angela Merkel gegen so viel Widerstand überhaupt durchsetzen? Nun, das wird man sehen, ob sie kämpfen will. Aber klar ist, dieser Widerstand wird jetzt noch viel vehementer. Und deshalb steht die Kanzlerin vor einem echten Dilemma. Sie hatte vor dem Referendum versprochen, dass die Türen weiter offen stehen. Denn Angela Merkel, das muss einem klar sein, will auf keinen Fall als Totengräberin der europäischen Einheit erscheinen. Und wenn es heute Abend ja schon aus anderen Ländern wie zum Beispiel Italien und Frankreich die Forderung gibt, sehr schnell die Verhandlungen wieder aufzunehmen, wird Merkel bei dem Sondergipfel am Dienstag nicht als Verweigerin dastehen wollen. Genau das aber erwartet ja der große Teil in ihrer eigenen Fraktion. Man kann also sagen, sie muss sich jetzt entscheiden, ob ihr die Einheit in Europa wichtiger ist als die Einigkeit in der eigenen Partei. Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Das Wort Kompromiss ist seines nicht. Er handelt kompromisslos und trotzdem ist Ministerpräsident Alexis Tsipras fast nie ohne ein Schmunzeln im Gesicht zu sehen, wie hier heute bei seiner Stimmabgabe in Athen. Für seine Verhandlungspartner in Brüssel ist es nichts als falsche Fassade und hat mit Freundlichkeit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, sie wollen eigentlich mit diesem Mann nicht wieder an einem Tisch sitzen. Aber seine eigenen Landsleute sind beeindruckt. Und nun soll er denen da in Europa mal kräftig zeigen, wie mit Griechen nicht umzugehen sei. Und wenn er dabei dauerlächelt. So das Zeichen des Volkes. Wie aber hat es Tsipras zu dieser Macht geschafft? Jörg Hertle mit Antworten. Für die Menschen in Griechenland ist er ein Held. Er verkörpert für sie die Zukunft des Landes, wie schon lange kein Politiker mehr, Alexis Tsipras. Sie feiern ihn, weil er ihnen Hoffnung und ihre Würde wiedergibt. Griechenland hat eine Botschaft des Stolzes und der Würde ausgesandt. Niemand kann diese Leidenschaft ignorieren. Niemand kann diesen Willen zu leben ignorieren. Diesen Willen zur Hoffnung. Ein Tiefpunkt in 5 Jahren Dauerwirtschaftskrise für die Menschen in Griechenland, die Schließung der Banken und das Limit für Bargeldabhebungen. Tsipras trägt Mitverantwortung dafür, weil er die Verhandlungen mit den Geldgebern scheitern ließ. Trotzdem kommt er den Griechen wie ein Befreier vor. Er möchte nicht das jetzige Europa, er möchte ein anderes Europa. Was dieses andere Europa ist, ist sehr schwammig. Politikverständnis hat mehr mit den Linken in Lateinamerika zu tun, als mit ein sozialdemokratisches Muster der Politik, so wie wir das in Europa kennen. Mit seinem Nein zu weiteren Einsparungen und dem gewonnenen Referendum im Rücken wird Tsipras seinen Kurs weiterverfolgen. Allerdings, sehr geradlinig war dieser bisher nicht. Der Vorsitzende des Linksbündnisses Syriza bleibt meist unkonkret. Vielleicht ist dies das Geheimnis seines Erfolges. Er führt allerdings eine Partei, die aus mehreren Gruppierungen und Tendenzen besteht. Und deswegen muss er immer einen Kompromiss suchen. Die Syriza ist auch keine Partei, sie ist eine Dachorganisation. Das heißt, jeder dieser Tendenzen besitzt dieselbe Grundrechte wie jede andere Tendenz, auch wenn sie klein ist. In einem Punkt bleibt sich Tsipras auch in den härtesten Debatten um Schuldenschnitt, Einsparungen und soziale Kürzungen treu. Griechenland soll weiter im Euro bleiben. Nur, wie er das schaffen will, verrät er seinen Anhängern nicht. Was ist nach diesem Referendum möglich und nötig? Ein Kommentar von Thomas Baumann vom Mitteldeutschen Rundfunk. Was ist dieser Sieg der Neinsager wert? Kann Griechenland in den Verhandlungen mit den übrigen Euro-Staaten nun mehr herausholen? Kaum. Die Regierung Tsipras hat den Rest Europas mit ihrem Zickzackkurs und teils unverschämter Rhetorik nachhaltig verprellt. Provoziert hat sie damit einen falschen Reflex. Es geht nicht darum, welche Behandlung diese griechische Regierung verdient, sondern darum, was Griechenland braucht. Es ist also höchste Zeit für Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, das heißt, alle Rettungspakete verpuffen, solange der griechische Staat kein effizientes Steuersystem und völlig marode Strukturen hat. Erste Pflicht jeder griechischen Regierung muss daher sein, eine umfassende Staatsreform. Aber so etwas geht nicht in Wochen. Ein Mentalitätswandel dauert Jahre. Und Griechenland leidet akut.
Ehrlichkeit bedeutet deshalb auch ein Geständnis. Die griechische Schuldenlast von 317 Milliarden Euro ist nicht tragfähig. Mindestens ein weiterer Schuldenschnitt wird unumgänglich sein. Bislang meiden die Kanzlerin und ihr Finanzminister dieses Wort wie der Teufel das Weihwasser, weil sie uns glauben machen wollen, die Griechenlandrettung koste uns so gut wie nichts. Ehrlichkeit heißt aber, es gibt keine billige Lösung mehr. Bei einem Grexit wären unsere Einsätze wohl vollständig verbrannt. Wir sind also zu weiterer Hilfe verpflichtet, ja verdammt. Aus humanitären Gründen, um die schlimmste Not der Griechen zu lindern, und aus eigenem Interesse, um von unseren Krediten noch zu retten, was noch zu retten ist. Thomas Baumann kommentierte. Nach 4 Wochen Streik haben sich Post und Verdi auf einen Tarifvertrag geeinigt. Die Nachricht mit Susanne Daubner. Im Oktober bekommen die Postbeschäftigten einmalig 400 Euro. Nächstes Jahr im Oktober steigen die Löhne um 2%. Ein Jahr später noch einmal um 1,7%. Einen Kompromiss gibt es bei den neu gegründeten Regionalgesellschaften. Sie bleiben. Die Post darf aber keine Paketzusteller aus dem Konzern dorthin versetzen. Handshake am Ende eines Verhandlungsmarathons. Die Tarifpartner berieten länger als gedacht im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr. Ich glaube, wir haben hier wirklich ein Gesamtpaket vereinbart, das für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine langfristige Perspektive und Sicherheit bietet. Grund für den Arbeitskampf die Regionalgesellschaften. Zu Jahresbeginn hatte die Post das Paketgeschäft teilweise in Subunternehmen ausgelagert. Heißt, gleiche Arbeit für weniger Geld als im Haustarif. Verdi forderte, das rückgängig zu machen, konnte sich in dieser zentralen Frage nicht durchsetzen. Aber für die noch verbliebenen Paketzusteller bei der Post gibt es eine dauerhafte Absicherung. Das sehen wir als ein sehr hohes Gut an und wir glauben, die Beschäftigten in den Betrieben werden mit dieser Lösung sehr zufrieden sein. Der Streik endet spätestens in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis der Postbetrieb wieder normal läuft, kann es aber noch einige Tage dauern. Die Bundeswehr wird auch diesen Sommer wieder an 2 Manövern in der Ukraine teilnehmen. Das geht aus der Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Danach soll Einzelpersonal an einer Übung der Landstreitkräfte unter US-Führung und an einem Marinemanöver teilnehmen. Die Linkspartei kritisiert, das sei Teil einer Eskalationspolitik der NATO und nicht vertrauensbildend gegenüber Russland. Die Atomverhandlungen mit dem Iran sind auch am Abend weitergegangen. Bundesaußenminister Steinmeier sagte in Wien, die Konturen des Textes für eine Abschlussvereinbarung seien schärfer geworden. Es sei gelungen, in einigen Punkten voranzukommen und gemeinsame Formulierungen zu finden. Er sprach von einer einmaligen Chance, den Konflikt nach 12 Jahren Verhandlungen zu beenden. Der deutsche Radprofi André Greipel hat die 2. Etappe der Tour de France gewonnen. Die 166 Kilometer lange Strecke ging durch die Niederlande von Utrecht nach Seeland. Er hat die 1. Sprintchance genutzt, André Greipel. Und er die 2. Chance auf Gelb wieder knapp verpasst, Toni Martin. Der Wind zerteilte schon früh das Fahrerfeld. Vorne mit dabei Toni Martin und André Greipel. Die Entscheidung fiel auf der Osterschelde in Südholland. André Greipel aus Rostock setzte sich im Sprint gegen den Slowenen Peter Sagan durch und wurde mit mehr als dem Etappensieg belohnt. 3. wurde Fabian Cancellara aus der Schweiz, der dank Zeitgutschrift die Führung im Gesamtklassement übernahm, 3 Sekunden vor Toni Martin. André Greipel freut sich zudem über das grüne Trikot des Punktbesten. Bei den Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt sahen so die Schmerzen vom Champion Jan Frodeno aus. Knapp 3000 Triathleten stürzten sich am Morgen in den Langener Waldsee bei Frankfurt. Jan Frodeno dominierte als schnellster Schwimmer den Wettkampf von Beginn an. Nach knapp 4 Kilometer Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren ging er als Erster auf den abschließenden Marathonlauf. Bei Sonnentemperaturen von über 40 Grad hatte Vorjahressieger Sebastian Kienle keine Chance. Jan Frodeno beendet den härtesten Sporttag des Jahres als Europameister mit Streckenrekord. Diese Backsteinhäuser waren einmal ein prima Steuersparmodell. Hamburg wurde nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 Bundesstaat und sollte in den Deutschen Zollverein aufgenommen werden. In der Hansestadt aber gab es bislang keine Zölle. Und weil die Hamburger Kaufleute, stur wie die Norddeutschen nun mal sind, auf ihren Privilegien bestanden, wurde beschlossen, im Hafen Häuser zu bauen, in denen weiterhin Tee, Kaffee und Gewürze lagern konnten, ohne dafür Gebühren zu bezahlen.
Seit heute gehört die Hamburger Speicherstadt zum Weltkulturerbe. Natürlich nur wegen ihrer einmaligen Architektur und nicht als Anreiz für Steuersparer. Jan Liebold. Sie ist das größte zusammenhängende Lagerhausensemble der Welt. Die Hamburger Speicherstadt mit ihren markanten Backsteinbauten ist ein Symbol für Hamburgs lange Tradition als Handels- und Hafenstadt. Für den Bau der Lagerhäuser zwischen 1885 und 1927 wurden 20.000 Hamburger umgesiedelt. Zwei komplette Wohnviertel wurden abgerissen. In den Speichern erlaubte die Stadt Händlern aus aller Welt die zollfreie Lagerung ihrer Waren. Auch die Weiterverarbeitung und Veredelung von Kaffee, Kakao und Gewürzen war ihnen hier gestattet. Das Viertel ist im neogotischen Stil errichtet. Die Lagerhäuser mit Erkern und Schmuckgiebeln sind durch Brücken und Kanäle miteinander verbunden. Gemeinsam mit dem benachbarten Kontorhausviertel, mit dem berühmten Chilehaus, das mit seiner Giebelspitze an einen Schiffsbug erinnert, ist die Hamburger Speicherstadt nun das 40. Weltkulturerbe in Deutschland. Hamburg gilt ja gemeinhin als die Hochburg des Schmuddelwetters, aber an diesem Wochenende war es auch im Norden irre heiß. Und irre heiß heißt in diesem Sommer, gleich danach blitzt und donnert es. Claudia Kleinert, wo drohen heute Nacht noch Gewitter? Karin Mioska, davon wird es noch einige geben. Und wir haben heute den bisherigen Rekord für die höchste Temperatur überhaupt, die in Deutschland gemessen wurde, eingestellt. Das heißt, der gleiche Wert wurde wieder erreicht in Wertheim mit 40,2 Grad. Dann Gewitter, Orkanböen, Wolfsburg 119 Kilometer pro Stunde. In Bielefeld in einer guten Stunde über 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Jetzt noch die heftigsten Schauer und Gewitter. Das ist das Radar, wie es jetzt am Abend sich verhalten hat. Sie sehen überall gelb und rot eingefärbt. Im Moment von Würzburg rüber bis nach Berlin-Brandenburg bis zur Ostsee noch zum Teil unwetterartige Schauer und Gewitter. Morgen Vormittag ziehen die allerletzten Reste nach Osten raus. Dann ist es verbreitet schon sonnig. Auch am Nachmittag Sonne, ein paar Wolkenfelder, einzelne Schauer und Gewitter in den Alpen. Die Temperaturen deutlich angenehmer, meist zwischen 22 und 29 Grad, 30 Grad und schwülwarm nochmal im Süden. Die nächsten Tage Gewitter aus Südwesten am Dienstag, am Mittwoch überall wechselhaft und deutlich frischer bei 20 bis 26 Grad. Die größte Hitze ist dann erstmal überstanden. Danke, Claudia Kleinert. Und das war es heute von uns mit einem weiteren Akt in der Endlosaufführung des Dramas Die Griechen in Europa. Hier geht es weiter mit Titelthesen Temperamente. Die nächste Tagesschau meldet sich gegen 1.45 Uhr und ab morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle wieder Thomas Roth. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche.